Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Seehofer, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Ehrengäste, liebe Schülerinnen und Schüler. Wir erleben heute einen historischen Augenblick im Bayerischen Landtag. Zum ersten Mal spricht der Premierminister der Tschechischen Republik hier im Plenarsaal zu den Abgeordneten der Bayerischen Volksvertretung. Nach Jahrzehnten der Trennung, der Sprachlosigkeit und der Vorurteile auf beiden Seiten haben wir wieder zu einem freundschaftlichen Miteinander gefunden. Was für ein Glück und was für eine Leistung für unsere beiden Völker. Im Namen des Bayerischen Parlaments, des Präsidiums und der Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auch persönlich, darf ich Sie, sehr geehrter Herr Premierminister Necas und Ihre Delegation sehr, sehr herzlich bei uns im Bayerischen Landtag begrüßen. Sind Sie uns willkommen, wir freuen uns über Ihren Besuch. Also meine Freude über Ihren Besuch war nicht übertrieben, Herr Premierminister. Sie sehen es, der Beifall hat das letztlich auch zum Ausdruck gebracht. Ich freue mich sehr und begrüße unseren bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, die Damen und Herren seiner Regierung, die Kolleginnen und Kollegen des Bayerischen Landtags, einen herzlichen Gruß auch an den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, Herrn Dr. Huber. Ein herzliches Grüß Gott auch den Kolleginnen und Kollegen aus dem Europäischen Parlament und dem Deutschen Bundestag. Und auf der Besuchertribüne heiße ich willkommen die Damen und Herren des diplomatischen und des konsularischen Korps. Ich darf begrüßen die Vertreter und Vertreterinnen der Kirchen- und Religionsgemeinschaft. Und ich begrüße die Vertreter der sudetendeutschen Landsmannschaft, der Ackermann-Gemeinde und der Seliger Gemeinde und an ihrer Spitze den Sprecher der sudetendeutschen Volksgruppe, Herrn Bernd Posselt. Sind Sie uns willkommen. Ich sage ebenso ein herzliches Grüß Gott den Schülerinnen und Schülern auf unserer Besuchertribüne, insbesondere aus dem beruflichen Schulzentrum Waldkirchen. Gleich nach der Grenzöffnung haben Sie die Kontakte nach Tschechien geknüpft und leben seitdem eine sehr intensive und lebendige Partnerschaft in vielen Ausbildungszweigen im Handwerk. Herzlich willkommen und danke euch für diesen großartigen Einsatz. Musikalisch begleitet werden wir heute vom Henschel-Quartett. Seit 18 Jahren spielen die vier Ausnahmemusiker zusammen und haben mit ihrem großartigen Musikwerk und mit ihrer Musikkunst Weltruhm erworben. Heute, zu diesem besonderen Anlass, interpretieren sie für uns Werke zweier tschechischer Komponisten. Herzlichen Dank auch dafür. Vor genau 24 Jahren, am 21. Februar 1989, wurde Václav Havel wegen seiner Proteste gegen das damalige kommunistische Regime zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt. Welch großartige Wendung hat unsere Geschichte doch seitdem genommen. Im Dezember 1989 wurde eben dieser Václav Havel Präsident des Landes, der sich mutig auf den Weg zur Demokratie aufgemacht hat. In ganz Europa können wir heute dankbar und stolz auf die Bürgerrechtsbewegungen von damals sein. Diese Bürgerrechtsbewegungen haben Mauern gesprengt, Grenzen überwunden und die menschenverachtenden Regime gestürzt.
Auch Tschechien und Bayern sind nach dieser historischen Wende aufeinander zugegangen. Aufeinander zugegangen im Bewusstsein um die schmerzhafte Vergangenheit. Vor allem aber auch mit Blick auf eine friedliche Zukunft. Freundschaftlich verbunden mitten in Europa. Es sind die Bürgerinnen und Bürger aus Tschechien und Bayern, die dieses Miteinander jeden Tag leben. Die Lehrerin aus Winterberg, die in Waldkirchen unterrichtet. Die Praktikantin aus der Nähe von Hof, die im Kindergarten im tschechischen Asch arbeitet. Der Ingenieur aus Naburg, der in Böhmen eine eigene Haustechnikfirma betreibt. Der Maler aus Prag, der im Glasmacherdorf Frau Nausommer Malkurse gibt. Und nicht zu vergessen, die rund 165 bayerisch-tschechischen Schulpartnerschaften mit wechselseitigen Besuchen von 6.000 Schülerinnen und Schülern. Es gibt nichts Wertvolleres, als junge Menschen, die sich über Grenzen hinweg begegnen, voneinander lernen und gemeinsame Projekte auf den Weg bringen. Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr lebt und verteidigt damit unsere gemeinsamen Werte von Freiheit und Demokratie. Ihr baut an unserer gemeinsamen Zukunft. Und bitte lasst nicht locker. Seid weiter so aktiv und so aufgeschlossen, was unsere Demokratie und Freiheit anbelangt. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Premierminister Necas, weltoffenes Bayern, bürgerschaftliche Initiativen über die Grenzen hinweg, so lautete im vergangenen Jahr das Leitthema des Bürgerkulturpreises, der vom Bayerischen Landtag für herausragendes bürgerschaftliches Engagement verliehen wird. Ausgezeichnet haben wir im Dezember insgesamt 6 Projekte, allein 4 davon waren bayerisch-tschechische Initiativen. Es sind beeindruckende Beispiele von Grenzgängern, die zu Brückenbauern geworden sind, ob im Bildungs-, Kultur-, Wirtschafts- oder Wissenschaftsbereich. Überall überwinden Bürgerinnen und Bürger jeden Alters, jeden Tag Grenzen. Die bayerisch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen sind mittlerweile auch eine Erfolgsgeschichte. In den vergangenen 20 Jahren hat sich das Geschäftsvolumen um über 1.000% gesteigert. Wie reibungslos diese Zusammenarbeit funktioniert, haben wir vom Präsidium des Bayerischen Landtags selbst erlebt, als wir im Mai 2011 auch das Büro des Freistaates Bayern in Prag besucht haben. Diese Normalität tut uns gut und so lässt noch Raum für mehr. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Seehofer, ein wichtiges Anliegen an Sie aus parlamentarischer Sicht ist eine noch stärkere Präsenz Bayerns in Tschechien. Das würde die Beziehungen zwischen unseren Ländern weiterhin deutlich stärken. Wir wissen alle, es gibt kein Zurück. Dort, wo früher der eiserne Vorhang trennte, begegnen sich heute Menschen ganz selbstverständlich. Sie lernen voneinander, sie wollen verstehen und durch die Brille des anderen schauen. Manchmal verändern sich die Sichtweisen, manchmal werden neue Blickwinkel eröffnet und nicht immer ist man nach wie vor gleicher Meinung. Das muss uns nicht beunruhigen. Zu viele schmerzvolle Erfahrungen mussten überwunden werden. Die deutschen Gräueltaten im Nationalsozialismus und die verheerenden Folgen für Ihr Volk, sehr geehrter Herr Premierminister. Der Weg zueinander war und ist nicht immer leicht. Aber er ist notwendig. Die Sudetendeutschen als vierter Stamm Bayerns haben immer auch zu dieser Annäherung beigetragen. Als Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe haben Sie, lieber Herr Posselt, die Gespräche und Begegnungen gesucht und damit mit anderen zusammen wichtige Bindungen aufgebaut.
und nach dem von den Sudetendeutschen erfahrenen Leid der Vertreibung war und ist dies eine großartige historische Leistung. Und dafür danke ich Ihnen persönlich, aber vor allem unserem vierten Stamm im Bayerischen Landtag sehr, sehr herzlich. Im Namen der Kolleginnen und Kollegen. Wichtig ist, dass wir Seite an Seite weitergehen. Wichtig sind unsere gemeinsamen Überzeugungen, für eine gute, für eine lebenswerte Zukunft in Europa. Gerade das Miteinander von Tschechien und Bayern steht für das Zusammenwachsen Europas. Unsere Bürgerinnen und Bürger bauen mit an einem starken, an einem friedlichen Europa, in dem Demokratie, Freiheit und die Würde des Menschen Grundpfeiler unseres Zusammenlebens sind. Und das entspricht auch dem Geist der deutsch-tschechischen Erklärung von 1997. Im vergangenen Jahr hat der tschechische Maler Pavel Rotschka einige seiner Bilder hier im Bayerischen Landtag ausgestellt. Als mutiger Grenzgänger gab er schon in Zeiten des Eisernen Vorhangs Malkurse im Glasmacherdorf Frauenau und warb damit für das Miteinander von Böhmen und Bayern. Seine Bilder erzählen von seiner Liebe zur Heimat. Seine Bilder erzählen aber auch von seiner Leidenschaft für Bayern. Und diese Bilder öffnen die Herzen und berühren die Seele. Mehr braucht es für eine Freundschaft nicht. Weniger darf es nicht sein. Ein wunderbares Beispiel für das bayerisch-tschechische Miteinander. Sehr geehrter Herr Premierminister Netschas, das Eis zwischen unseren Völkern ist geschmolzen. Ihr Besuch im Bayerischen Landtag ist für uns mehr als eine Bestätigung unserer Freundschaft. Ihr Besuch ist auch ein Signal, dass Tschechien und Bayern auf allen Ebenen, insbesondere auch auf der parlamentarischen, in Zukunft enger zusammenarbeiten wollen. Wer von uns hätte sich vorstellen können, auch für mich persönlich, ist dies in vielen Jahren meiner politischen Arbeit ein sehr bewegender Moment. Ein Moment der Freude, aber auch ein Moment der Dankbarkeit. Diese historische Stunde hier im Bayerischen Landtag erleben zu können und zu dürfen. Herr Ministerpräsident Seehofer, Sie haben diesen Weg mit Ihrem Besuch in Tschechien 2010 so richtig eingeschlagen. Und die Weichen sind richtig gestellt. Und dafür darf ich Ihnen auch im Namen des Hohen Hauses ein herzliches Dankeschön sagen. Und zum Schluss, sehr geehrter Herr Premierminister Netschas, darf ich Ihnen noch zurufen, Velmi vás vítáme. Sie haben das Wort. Ich danke Ihnen. Sehr geehrte Frau Präsidentin des Landtags, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte ehemalige Mitbürger und Landsleute. Es ist für mich eine außerordentliche Ehre, als erster Repräsentant der Tschechischen Republik die Gelegenheit erhalten zu haben, im Bayerischen Landtag vor Ihnen Vertretern des bayerischen Volkes aufzutreten. Ich bin mir der besonderen Verantwortung und der Erwartungen bewusst,
die mit diesem Augenblick verbunden sind, sowohl auf der bayerischen als auch auf der tschechischen Seite. Ich möchte deswegen diese Gelegenheit dazu nutzen, um über ein Thema zu sprechen, das vielleicht auf den ersten Blick nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, doch heutzutage von besonderer Bedeutung ist. Ich werde mich mit der Frage der Identität in der tschechisch-bayerischen Nachbarschaft im heutigen Europa befassen. Es ist ein Thema, für das ich mich aus zwei Gründen entschieden habe. Erstens, es gibt nur wenige Länder, die durch ihre Geschichte, kulturelle Verwandtschaft sowie tausendjährige geistige Tradition so eng verbunden sind wie Böhmen und Bayern. Zweitens, es ist deutlich, dass wir auch heute auf dem Suchweg zur Findung der eigenen Identität ohne einander nicht auskommen. Unsere gegenseitige Beziehung scheint eine Schicksalsgemeinschaft zu sein, die voll Inspiration, Bereicherung, aber auch Traumata und Vorurteile ist. Bevor ich mich mit der Frage der Identität in der tschechisch-bayerischen Nachbarschaft widme, erlauben Sie mir kurz den Anlass zu erwähnen, zu dem ich heute hier auftrete. In diesen Tagen bin ich zu einem Besuch in Bayern, zu dem ich vom Ministerpräsident der bayerischen Regierung, Herrn Horst Seehofer, eingeladen hat. Mit Freude erwidere ich den Besuch, der an unser erstes Treffen in Prag im Jahre 2010 anknüpfte, wo wir einen wirklich historischen Schritt unternahmen und das wesentliche Interesse unserer Länder an der beiden Länder an einer allseitigen Entwicklung der gegenseitigen Beziehungen kundgetan haben, die gemeinsamen Wurzeln und geteilten Werte respektiert. Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt, der aber am schwierigsten ist. Daher gilt es an dieser Stelle, Herrn Ministerpräsidenten Horst Seehofer, unseren Dank für seinen Mut und seine Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass die Tschechen und Bayern fähig und bereit sind, gemeinsam und offen nicht nur in die Zukunft, sondern auch in die Vergangenheit zu schauen. Nach Bayern hat mich unser gemeinsames natürliches Interesse sowie das Gefühl der persönlichen Verantwortung für die Fortsetzung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Tschechien und Bayern sowie für die Entwicklung der strategischen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern geführt. Die gemeinsame Vergangenheit verpflichtet uns, für die gemeinsame Zukunft zu arbeiten. Die Frage der Identität eines Menschen oder einer Gemeinschaft stellt in der heutigen Zeit ein nicht einfaches Thema dar. Traditionelle Landes- und Nationalidentitäten werden scheinbar in Zweifel gestellt, sowohl infolge der Entstehung von transnationalen Gemeinschaften als auch durch die Entdeckung von verschiedensten Gruppenidentitäten. Ich bin trotzdem überzeugt, dass die Suche nach den eigenen Wurzeln, nach einer Gemeinschaft, denen wir uns verbunden fühlen, dem Menschen immer eigen bleibt. Die eigene Identität ist nichts, was wir ohne weiteres auswählen können oder was durch eine politische Entscheidung bestimmt werden kann. Sie wächst aus der Kultur heraus, aus der Geschichte, aus den Traditionen, in denen wir leben und erzogen werden. Gerade die Nachbarschaft unserer beiden Länder war seit je ein Raum, in dem sich diese Traditionen und kulturelle Bindungen sehr intensiv begegneten und oft zu einer einzigartigen Gesamtheit fügten. An der Schwelle der historischen Zeit wurden die beiden Länder schrittweise von einem Volk besiedelt, den keltischen Bäuern. Der Name widerspiegelt sich heute in den Bezeichnungen Bavaria und Bohemia. Die Grenze, die später das gemeinsame Gebiet durchschnitt, wurde im frühen Mittelalter festgelegt und besteht in dieser Form in groben Zügen bis heute. Mit der Ausnahme des historischen Egerlands könnten wir diese als eine der ältesten Grenzen in Europa bezeichnen. Die meiste Zeit war es jedoch nicht eine Grenze, die unsere Vorfahren getrennt hätte. Im Gegenteil, sie wurde dank ihrer Durchlässigkeit zum Ort der gegenseitigen Begegnungen und Bereicherungen, zuerst im geistigen Bereich. So kam aus Bayern seit dem 8. Jahrhundert das Christentum in die böhmischen Länder. Gerade auf diesem Wege kamen im Jahre 845 14 böhmische Herrscher nach Regensburg, um sich hier taufen zu lassen. Es ist daher kein Zufall, dass im Jahre 895 der Fürst Spetichnew das böhmische Gebiet der Regensburger Diözese unterwarf. Dem Regensburger Bischof Wolfgang verdankt Prag die Einrichtung einer eigenen Diözese des Prager Bistums sowie die spätere Überführung unter das Mainzer Erzbistum.
Von hier stammt die Beliebtheit des heiligen Wolfgangs in Westböhmen, die in vielen ihm geweihten Kirchen sowie in den beliebten Wallfahrten ihren Ausdruck findet. Einige Jahrhunderte später wurde auch das bayerische Christentum von Böhmen aus beeinflusst. Im 18. Jahrhundert erschienen auf beiden Seiten des Böhmer Walds auf den Brücken die Statuen des heiligen Johann Nepomuk. Er ist unser gemeinsamer Landespatron und Symbol des Kulturgebiets von Böhmen und von Mitteleuropa. Seit Jahrhunderten pilgerten Wallfahrer aus Böhmen nach Passau und Altötting und von Bayern auf den Heiligen Berg bei Příbram. Und noch heute findet man in vielen bayerischen Kapellen und Beinhäusern die Figuren der Mutter Gottes vom Heiligen Berg und in Böhmen auch die Bilder der Passauer Madonna. Die gemeinsamen Heiligen, deren Ehrung und Wallfahrten waren so über Jahrhunderte alltags- und feiertags ein Bindeglied für die Generationen unserer tschechischen und deutschen Vorfahren. Das Nürnberger Stadtrecht wurde im Mittelalter ein Vorbild für eine Reihe von böhmischen Städten, an deren Gründen sich oft auch neue Einwohner beteiligten, die aus den deutschen Ländern kamen, einschließlich Bayern. Hierdurch wurde die Entwicklung des Handels und die Verbreitung von Handelskompetenzen zwischen Prag und Nürnberg und Regensburg ermöglicht. Und hier finden wir die Wurzel eines ungewöhnlichen Zivilisationsaufschwungs. Unter der Herrschaft der Luxemburger fingen die böhmischen Herrscher an, dem nördlichen Teil des heutigen Bayerns eine strategische Bedeutung beizumessen, vor allem in der Oberpfalz. Es war das Neuböhmen, das zur Brücke zwischen Böhmen und Nürnberg werden sollte. Die Schicksale begegneten sich dann durch die Wahl von Friedrich Gustav von Pfalz zum böhmischen König. Dann folgte der vernichtende 30-jährige Krieg, nach dessen Ende sich die Barockkultur voll entwickeln konnte. Die Gebiete Böhmens und Bayerns fügten sich zu einem gemeinsamen Kulturraum, der in Böhmen von der genialen Architektur der oberbayerischen Familie Dientzenhofer und in Bayern vom Egerländer und Deutschböhmen Balthasar Naumann geprägt wurde. Im 18. Jahrhundert, als die barocken architektonischen Juwel bereichert wurden um die musikalischen, wirkte auch eine Reihe von böhmischen Musikern in den Hoforchestern Oettinger und Wallenstein oder auch in München. Damals wurden auch Versuche unternommen, diesen Raum politisch zu vereinigen. Im Jahre 1741 ließ sich der Kurfürst Karl VII. Albrecht von Bayern in Prag zum böhmischen König krönen und versuchte erfolglos, seine Herrschaft über Böhmen zu erlangen. 1778 bemühte sich wiederum die Kaiserin Maria Theresia nach dem Aussterben der altbayerischen Linie der Wittelsbacher erfolglos Bayern der Donaumonarchie einzuverleiben. In das 19. Jahrhundert traten Böhmen und Bayern als unterschiedliche Einheiten, aber die gemeinsamen Werte und Identität wurden jedoch auch weiterhin verstärkt. Beide Länder wurden zur Wiege der Industrie, insbesondere der Glasmacherei und, wie anders, der Bierbrauerei. Bayern stellte für uns auch eine bedeutende politische Inspiration dar. Mancher tschechische Liberale griff damals gerne nach der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Das in Bayern als einem der ersten europäischen Länder eingeführte parlamentarische Verfassungssystem wurde bei uns zum Vorbild für die demokratische Bewegung, die in der Revolution 1848 und 1849 mündete. München wurde sich außerdem auch zur Stadt der Kunst etabliert und an der hiesigen Akademie studierte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Reihe von bedeutenden Künstlern, Tschechen und Deutsche. Zu bedeutenden Änderungen kam es 1918, als in Bayern die Republik ausgerufen wurde, die bald mit wesentlichen politischen und wirtschaftlichen Problemen konfrontiert wurde und letztendlich zusammen mit der ganzen Weimarer Republik zu dem Nationalsozialismus zu Opfer fiel. Es wurde auch der tschechoslowakische Staat gegründet, der trotz seiner demokratischen parlamentarischen Grundordnung nationale Spannungen in die Wiege gelegt bekam, die letztendlich zum Vorwand für die NS-Aggression und die Zerschlagung der tschechoslowakischen Staatlichkeit wurden.
Für die meisten Tschechen bleibt für diese Zerschlagung gerade die Stadt München als Symbol, in der im September 1938 das Abkommen unterzeichnet wurde, das nicht nur für uns den Beginn der Regierung des Terrors und der Gewalt brachte. Dieser Schritt bedeutete für eine lange Zeit eine Krise der gemeinsamen Identität, die auf die geistige Tradition und kulturelle Nähe baute. Einer der letzten Lichtblicke war die Aufführung des ursprünglich zweisprachigen Lustspiels Tscheche und Deutsche von Jan Nepomuk Stepánek im Prager Ständetheater. Es war im Jahre 1936, in dem Deutsche Tschechisch und Tschechen Deutsch spielten. Es war ein großartiges Unternehmen, das sich in der langen Geschichte der schwierigen tschechisch-deutschen Beziehungen nie mehr wiederholte. Unsere Identität in diesem Raum wurde weiterhin vorwiegend von der ethnischen Abstammung und der Sprache abgeleitet, die aber zu einer unüberwindbaren Barriere und zum Instrument der Isolation wurde. Konzepte des Vaterlandes, die sich auf ein, nämlich das eigene Volk, beschränkten, haben dann zuerst im Jahre 1938 den Heimatsverlust für viele Tschechen bedeutet und anschließend dann, 1945 nach dem Ende des Kriegsturbens, auch für fast alle unsere deutschen Landsleute. Für das Gebiet, auf dem über Jahrhunderte Tschechen, Juden und Deutsche nebeneinander lebten, war dieser ganze Zeitraum mit Abstand die tragischste Periode, die Menschen in mehreren Generationen auf beiden Seiten der Grenze betraf. Der Umfang dieser Tragödie wurde mir gestern bei der Ehrung der Opfer des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau voll bewusst, einem der Symbole des nationalsozialistischen Massenmordes. Als wir der Opfer aus den böhmischen Ländern gedachten und unseren Respekt für die Überlebenden ausdrückten, dachten wir an solche Namen wie Josef Čapek, Kardinal Josef Beran oder Bischof Stepan Trochta, aber auch Max Mannheimer oder Pfarrer von Glöckenberg, Engelmar Unzeitig, der von seinen Mithäftlingen als Engel von Dachau bezeichnet wurde. Wir dachten an den Franziskaner aus dem Kloster in Mährisch-Trübau, Petrus Karl Mangold, den Prager Augustiner mit deutsch-böhmischen Wurzeln, Augustin Schubert oder Pater Anton Gebert, der hier wegen seiner Äußerung des Mitgefühls mit tschechischen Priestern, denen er im Prangratzer Gefängnis seelischen Trost spendete, seinen Tod fand. Zur Ehrung aller Priester aus Böhmen, ungeachtet, ob tschechische oder deutsche Zunge, die für ihren Glauben und den Widerstand gegen die Totalität litten, habe ich gestern auch an den Baufundamenten des Dachauer Priesterblocks einen Kranz nieder. Ich kann leider nicht die ganze Reihe aller tschechischen, jüdischen und deutschen Opfer aus den böhmischen Ländern aufzählen, die nach Dachau verschleppt wurden. Unser Gedenken gilt jedoch jedem von ihnen. Wir werden ihr Heldentum und ihre Bereitschaft nie vergessen, im Kampf gegen den rassistischen und nationalsozialistischen Terror auch ihr eigenes Leben zu riskieren. Nach dem Krieg wurden die Grenzgebiete für eine ganze lange Zeit vollkommen entwurzelt. Die Identität wurde zum Schaden der Tschechen und Deutschen gewaltsam geändert. Das tschechische Grenzland wurde nach dem Krieg vom Staat übernommen und dieser siedelte hier Menschen an, die in der Unsicherheit kamen, ob vielleicht jemand anderer auf ihre Stelle kommt. Die Landschaft hat ihr Gedächtnis verloren, die Kultur verschwand, viele architektonische Denkmäler wurden zerstört. Die Städte verloren ihren bunten, multiethnischen und mehrsprachigen Charakter. Industrie sowie landwirtschaftliche Produktion wurden unwiederbringlich devastiert. Die Menschen auf der tschechischen Seite der Grenze fühlten kein Bedürfnis, die Geschichte anders zu interpretieren, als sie ihnen vorgelegt wurde. Die einst reichen Regionen wurden zur Peripherie. Den hier lebenden Menschen wurde von der kommunistischen Propaganda regelmäßig mit westlichen Revanchisten gedroht. Nach Bayern sind Millionen unserer ehemaligen deutschen
Landsleute gegangen, die sich um seinen wirtschaftlichen Aufschwung und um den heutigen Lebensstandard verdient machten. Wir wollen auch nicht vergessen, wie viele tschechische Exulanten in den Jahren 1948 bis 1989 in München und seiner Umgebung Zuflucht fanden. Ebenso vergessen wir nicht, dass in der Zeit des Eisernen Vorhangs das Radio Freies Europa für uns in der Tschechoslowakei eine der wenigen Brücken in die freie und demokratische Welt war. Das Jahr 1989 brachte den Fall des Eisernen Vorhangs und die damit verbundene Erleichterung. Die totalitäre Regierung wurde über Nacht durch die Demokratie abgelöst. Die Stereotype änderten sich jedoch langsamer als die Wiederbelebung der Nachbarschaft. Es galt, grenzüberschreitende Beziehungen zu schaffen und der Nachbarschaft neue Inhalte zu geben, denn die früheren gab es nicht mehr. Die Anbahnung von gegenseitigen Kontakten stieß nicht nur auf die Sprachbarriere, sondern auch auf die gegenseitige Unkenntnis der Mentalität und Kultur. Auf der anderen Seite trennte die Grenze endlich Tschechien und Bayern nicht mehr, sondern sie wurde wieder zum Ort der Begegnungen und ermöglichte Aktivitäten, die begannen, diesem Raum ihre ursprüngliche Bedeutung zu geben. Die hier lebenden Menschen aus der dritten Generation bringen heute, oft gemeinsam mit den ehemaligen deutschen Landsleuten und ihren Nachkommen, der Regionen ihre alt-neue Identität zurück. Die Rekonstruierung von Kirchendenkmälern, der Tourismus, die Partnerschaft von Städten, Schulen sowie verschiedenster Vereine sind ein typisches Beispiel für viele Initiativen, aus denen sich informelle Treffen und neue Freundschaften entwickelten. All diesen Menschen auf beiden Seiten der Grenze gilt mein Dank. Die Aufgabe von uns Politikern ist es, Voraussetzungen für eine gute Nachbarschaft zu schaffen. Einer der wichtigsten Schritte in dieser Richtung, mit dem wir versuchen, die Vergangenheit zu benennen und sie so von politischen, aber auch menschlichen Emotionen zu befreien, war die deutsch-tschechische Erklärung aus dem Jahre 1997. Diese bereitete den Boden für den Dialog der Bürger und für eine fachliche Diskussion zwischen Tschechen und Deutschen. Ein nicht weniger bedeutsamer Schritt war dann die Erklärung der tschechischen Regierung vom August 2005, die die frühere pauschalisierende Sicht auf unsere ehemaligen deutschen Landsleute verurteilte und sich für das Unrecht entschuldigte, das tschechoslowakische Organe deutschen NS-Widerstandskämpfern zufügten, die für ihre Haltung während des Krieges unsere Anerkennung verdient hätten. Es ist dabei zu betonen, dass die deutsch-böhmischen NS-Gegner sowohl aus den Reihen der Linken als auch des konservativen und christlichen Widerstands kamen. Die von den Vertretern des demokratischen Deutschlands geäußerten Entschuldigen an alle Völker für das, was ihnen den Nationalsozialismus zufügte, sowie alles, was von der tschechischen Seite zur Vertreibung und zu unseren früheren Landsleuten gesagt wurde, öffnet die Tür zu einem neuen Zusammenleben und zur sachlichen Diskussion über die Vergangenheit. Wenn wir diese Prüfung erfolgreich bewältigen wollen, sollten wir aufrichtig sein. Wir bedauern, dass durch die nach dem Kriegsende erfolgte Vertreibung sowie zwangsweise Aussiedlung der Sudetendeutschen aus der damaligen Tschechoslowakei, die Enteignung und Ausbürgerung unschuldigen Menschen viel Leid und Unrecht zugefügt wurde, und dies auch angesichts des kollektiven Charakters der Schuldzuweisung. Wir sind uns dabei im Übrigen des grundsätzlichen Beitrags der deutschsprachigen Bevölkerung in den böhmischen Ländern zur wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung dieses Raums während der ganzen Geschichte bewusst. Es ist aber zweifelsohne klar, dass wir in die Zeit vor 80 Jahren nicht zurückkehren können. Wir müssen eingestehen, dass wir nur sehr wenig von den Fehlern der Geschichte wiedergutmachen können. Die Suche nach einer gemeinsamen Geschichtsinterpretation gewährt eine moralische Genugtuung. Die Eigentumsverhältnisse der Vorkriegszeit können jedoch nicht wiederhergestellt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als ich nach Bayern fuhr, dachte ich über die positive Inspiration für den tschechisch-bayerischen Dialog nach. Ich möchte vor allem bekräftigen, dass Bayern
und alle seine Bewohner in der Tschechischen Republik willkommene Partner sind. Ich bin froh, dass nach den Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten Horst Seehofer mitteilen kann, dass es uns gelang, den tschechisch-bayerischen Dialog weiterzubringen und ihm eine tiefere Dimension zu geben, die unsere gemeinsame tausendjährige Geschichte widerspiegelt. Wir halten es für wichtig, neben den regelmäßigen Verhandlungen auf unserer Ebene einen intensiven parlamentarischen Dialog einzuleiten und aufrechtzuerhalten, der von der Einrichtung einer gemeinsamen tschechisch-bayerischen Parlamentariergruppe begleitet werden könnte. Wir wollen ebenfalls ein breiteres Bewusstsein der gemeinsamen geistigen Traditionen und der kulturellen Zusammengehörigkeit in der Öffentlichkeit fördern. Eine gemeinsame tschechisch-bayerische Landesausstellung auf beiden Seiten der Grenze könnte diesem Zweck dienen und das Interesse erwecken, in der Geschichte Themen zu finden, die uns verbinden und nicht trennen. Lasst uns über das Zusammenleben und die gegenseitige Inspiration in unserer Region nachdenken. Untrennbarer Bestandteil dieses Prozesses sollte die Unterstützung von Themen der Regionalgeschichte sowohl in der Arbeit der Deutsch-Tschechischen Historikerkommission als auch in den Fachteinrichtungen sein. Ich sehe ein großes Potenzial in der neu entstandenen Stiftung Eggerer Wald, im Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und dem Deutsch-Tschechischen Gesprächsforum, das sich sowohl den Themen der gemeinsamen Erinnerungsorte als auch den aktuellen Themen unserer Beziehungen widmet. Ich würde hier einen Akzent begrüßen, der den bayerischen-tschechischen Beziehungen gewidmet wird. Wir werden auch weiterhin das Kollegium Bohemicum unterstützen, das sich mit Projekten beschäftigen, die das deutsch-tschechische und bayerisch-tschechische Zusammenleben thematisieren. Wenn wir die Zusammengehörigkeit in der Region konsequent und effektiv unterstützen wollen, dürfen wir solche gewöhnliche Sachen wie die Verkehrsinfrastruktur, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, den Sprachunterricht oder die duale Ausbildung nicht vergessen. Wir einigen uns über eine Empfehlung für unsere Minister zum weiteren Vorgehen. In diesem Zusammenhang begrüßen wir sehr die Aktivitäten der Regensburger IHK in Pilsen oder die Einrichtung der Bayerisch-Tschechischen Fachakademie für Fremdsprachenberufe in Weiden. Und wir sind überzeugt, dass ähnliche Einrichtungen folgen werden. Ähnlich positiv bewerten wir auch den gegenseitigen Handel. Ich muss keine Zahlen anführen. Es reicht, nur die Tatsache zu erwähnen, dass Bayern für die Tschechische Republik der drittgrößte Handelspartner ist, bedeutender als zum Beispiel die Vereinigten Staaten oder Frankreich. Wir wollen eine neue Ära der Zusammenarbeit unserer auf moderne Technologie ausgerichteten Spitzeneinrichtungen in Wissenschaft und Forschung einleiten. Wir wollen auch die Zusammenarbeit im Energiebereich fortsetzen. Nur gemeinsam können wir die Energiesicherheit beider Länder stärken. Unterschiedliche Positionen Deutschlands und der Tschechischen Republik zur Kernenergie sollten für die tschechisch-bayerischen Beziehungen keine Belastung werden. Die real drohenden Blackouts zeigen, dass das Problem der Energiewirtschaft ein komplexer ist und niemanden meidet. Und dies gilt auch für die Übertragungsnetze und deren Stabilität. Die Kernenergie hat unter anderem auch in diesem Kontext aus unserer Sicht eine positive Bedeutung. Außerdem wird deutlich, dass die Tschechische Republik selbst an maximaler Sicherheit der Kernenergie absolut interessiert ist. Eine große Bedeutung messen wir der Vernetzung der Energieinfrastruktur bei und dies vor allem in den Bereichen Öl und Gas. Meine Damen und Herren, die tschechisch-bayerische Geschichte ist nichts anderes als ein Spiegel der vielseitigen menschlichen Gemeinschaft, die sie schuf. Aus diesem Gesichtspunkt sollen wir jene Zeit verstehen und auf dieser Grundlage das gegenseitige Vertrauen und die Freundschaft stärken. Dies kann jedoch nicht mit politischen Proklamationen angeordnet werden, sondern es muss aus authentischen Erfahrungen jedes von uns erwachsen, aus Erfahrungen, die primär im bayerisch-tschechischen Alltagsdialog entstehen, einem Dialog, der in Europa verankert ist. Wir haben für diesen Dialog in den vergangenen Tagen neue und außerordentlich günstige Bedingungen geschaffen. Die Verantwortung liegt jedoch bei jedem von uns. Lasst uns, meine Damen und Herren, unterschiedliche Ansichten, neue Themen und Hindernisse nicht fürchten, die uns auf diesem Weg
erwarten. Lasst uns auf diesem Weg gemeinsam ausharren, wegen unserer Vorfahren und im Interesse unserer Nachkommen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.